Wohin geht es für die Märkte? Im Juni jedenfalls, da war das Handelsvolumen schon an einigen Tagen sehr gering. Haben sich einige Anleger schon verabschiedet oder sind sie sogar schon im Sommerloch angekommen? Ja, sie warten ab und schauen, was kommt da jetzt noch. Das eine war jetzt eben auch diese Zinspolitik, diese, ja, ich sag mal, die verbal vorgetragene Zinspolitik, ist ja nichts passiert. Das andere Thema ist aber auch, wie wollen wir denn über den Sommer denn laufen? Wir haben ja das große Thema der Branchenrotation auch. Hightech, kaufen wir die jetzt noch und wann kaufen wir sie? Immer in Abhängigkeit von dem, was auch jetzt auf der verbalen Ebene von der US-Notenbank kommt. Oder nehmen wir doch die Zykliker eher, weil wir sagen, die Konjunktur setzt sich durch weiterhin fort und Klimaschutz wird, glaube ich, Ihnen auch im Sommer ein größeres Thema sein, weil jetzt wird gesagt, jetzt machen wir es eben auch, jetzt wollen wir auch Klimaschutz machen, einfach auch im Hinblick auf eine Bundestagswahl, wo man ja eine vielleicht ein zweites Wirtschaftswunder anstrebt nach dem Motto, wir müssen Klimaschutz aufbauen, damit die Schmutzindustrie, die angebliche, dann einigermaßen auch mit Arbeitsplätzen kompensiert werden kann. Wir schauen auf wichtige Nachrichten von der US-Notenbank. Außerdem fragen wir, ob der Spitzensteuersatz in Deutschland angepasst werden sollte. Und wir haben natürlich auch wieder die Top-Empfehlungen. Heute geht es um Baumwolle und die deutsche Börse. Das alles bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading. Es war schon vor der Notenbank-Sitzung klar, dass die Fed an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten wird. Aber die US-Notenbank hat die Marktteilnehmer schon mal darauf vorbereitet, dass bis Ende 2023 mindestens 2 Zinserhöhungen kommen werden. Man kann zuerst mal sagen, Jerome Powell, der US-Notenbankchef, ist clever und smart. Er hat sich Zeit gekauft. Er hat zwar aufgrund der Inflationsbeschleunigung gesagt, wir können auch vorziehen die Leitzinserhöhung. Damit kann er Handlungsfähigkeit, Glaubwürdigkeit signalisieren, aber gleichzeitig gesagt, dass die Inflation trotzdem nur vorübergehend ist wahrscheinlich. Also er müsste auch gar nichts machen. Und damit hat er es perfekt gemacht. Also er könnte Außenpolitiker werden. Das ist eine hochdiplomatische Note. Und es wird die Märkte auch, wie ich finde, längerfristig nicht wirklich beeinflussen. Wir sprechen gleich weiter, welche Strategien Anleger jetzt fahren sollten, schauen aber erst einmal auf den Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Trading-Wissen vertiefen wollt, dann könnt ihr das ganz bequem von zu Hause, vom Büro aus machen mit den kostenlosen Börsen-Webinaren der Tradinghouse Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 29. Juni automatisierte Handelsstrategien vom Portfoliomanager André Stagge und Samuel Wartmann. Und am 1. Juli, da geht's um Börse für Einsteiger, für jeden, der erfolgreich an der Börse agieren möchte, mit Wolf Dreistein und Ronny Bürger. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an unter trading-haus.de. Der DAX läuft ja seit einiger Zeit seitwärts mit dem Hang zu einem Rekordhoch nach dem anderen. Aber wie sollten sich Anleger jetzt durch den Sommer manövrieren? Dabei bleiben, geht es runter, wieder einsteigen, also einfach diese transzendente Aussage. Dann aber die Branchenrotation sehr genau im Blick haben. Das spricht gegen das Sommerloch. Man muss eigentlich quasi im Sommer aktiv sein, Sommeraktivität sein. Nicht nur schwimmen gehen, sondern aktiv sein, schauen, wann laufen die verschiedenen Branchen, die Zykliker, die Klimaschutzwerte, die Hightech-Werte. Das wird keine klare Tendenz sein. Das sehen wir ja auch, wenn wir auf Substanzaktien schauen oder auf Wachstumsaktien. Das geht mal hoch, mal runter. Da gibt es keine klare Tendenz. Also man sollte dabei bleiben, um das Optimum rauszuholen. Und das möchte ich immer wieder natürlich sagen, bleiben Sie Ihren Aktiensparplänen treu, denn das Zinssparen, nein, es wird nicht wirklich attraktiv. Den Spitzensteuersatz von 42% zahlen in Deutschland 3,8 Millionen Menschen. Den Wert erreicht man beim 1,4-fachen des Durchschnittseinkommens. 1965 war dafür noch das 18-fache notwendig. Müsste es hier eine Anpassung geben und Facharbeiter zum Beispiel entlastet werden? Die Mittelschicht ist die Melkkuh in Deutschland. Ja, die
Armen leider können natürlich kaum was zahlen und die Reicheren haben ihre Steuerberater, die natürlich dann Steuerspar- und Abschreibungsmodelle entwickeln können, aber der Mittelstand wird natürlich gemolken und das geht nicht. Wenn der Mittelstand das Leistungsprinzip aufrecht hält und den Wagen zieht, dann müsste er auch entlastet werden. Ich bin sowieso der Meinung, dass weniger Steuern auch viel mehr Entfesselungsmöglichkeiten für eine Wirtschaft bieten, dass sich viel mehr lohnt, auch zu investieren. Da müsste man mal ran, gerade im deutschen Steuerrecht brauchen wir eine Jahrhundertreform. Da sollten wir auf die neue Bundesregierung hoffen. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen. Zuerst auf Baumwolle. Der Baumwolle-Future, der kann seit seinen Tiefständen von Anfang 2020 jetzt wieder auf einen Aufwärtstrend blicken. Diese Aufwärtsbewegung führte wie am Schnürchen gezogen von 48,21 auf 95,44 US-Cents. Deswegen sehen die Analysten hier eine Longchance. Seit grob Anfang Februar konsolidiert der Baumwoll-Future in einem symmetrischen Dreieck seitwärts aus. Genau diese Eigenschaft liefert einen Hinweis auf eine Aufwärtstrendfortsetzung nach Beendigung der Konsolidierung. Erst ein Anstieg auf mindestens über 91 US-Cents dürfte Hinweise auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch mit Zielen von bis zu 96 US-Cents liefern. Die Anteilsscheine der deutschen Börse sind zuletzt am Widerstand des 200-Tage-Durchschnitts bei etwa 140 Euro angekommen. Sie versuchen sich offenbar an einem Ausbruch darüber, aber nur knapp darüber verläuft auch schon ein längerer Horizontalwiderstand. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Gelingt es, die Hürden zwischen 140 und 141,50 Euro mindestens per Tagesschlusskurs zu überwinden, wird Kurspotenzial freigesetzt und die Jahreshochs um 149,55 Euro würden in den unmittelbaren Fokus der Käufer rücken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Markets X, ein Partner der Finance School of Trading.